Willkommen zurück. So, schauen wir mal. Irgendwie aber bald jemand abtreiben, lässt mir keine Ruhe. Von hier aus, glaube ich, sind wir falsch. Und der Brunnen, ich weiß nicht, ist da auf dem Schlachtfeld? Sind wir damals an einem Brunnen vorbeigekommen? Trunkener oder Wächter? Ich weiß es nicht. Wächter. Der Meteorit wird wohl weniger sein. Das ist eine gute Frage. Wächter. Das hier wird doch. Oder ist das ein Wächter? Was stand dann in diesem blöden Dings drin? Das ist doch. Brunnen. 10 Schritt Richtung Fluss, links. Dann finde die Wege mit ewigem Wächter. Nimm den in der Mitte, die anderen sind schlechter. Das Ingram-Zeichen, dann sollst du sicher dein Ziel erreichen. Kommst du rechts an dem Ertrunkenen vorbei? Sein Schatten zum... ich weiß es nicht. Bauchplanaufzeichnung, das war das Ding. Sollen die in der Mitte nehmen? Ja, da sind schlechter. Kommen wir hier lang? Oh, ist das? Waren wir hier schon? Wieder raus. In der Abkürzung. Na, das hätten wir ja schon vorher mal sagen können. Wo geht's hier lang? Schlüssel erforderlich. Ah, wie gesagt, hier unten ist ja auch noch das Schiffchen. Wo war es denn? Da. Meint er vielleicht das? Das lässt mir keine Ruhe. Ich gehe jetzt im Schiff. Was? Ach ja, die Pilze. Da sind die Trolle. Da ging es doch hier. Wo ging es denn zum Schiffchen? Aber hier. Nicht in die Fluten. Weil das wir da wohl kaum gemeint haben. So, dann ging es hier runter, glaube ich, zum Schiffchen, oder? Ich bin schon wieder verlaufen. Nee, das ist, passt. Hallo, ich habe genug Federn. Danke. Wir kaufen nichts, wir packen uns selber. Aber wenn ihr schon da seid, nehme ich die Federn auch noch mit. Na, gibt's ja. So, jetzt war doch hier irgendwo das Schiffchen. Hm, richtig? Ja. Hier war doch das Schiffchen. Das hier ist sozusagen mal ein Fluss gewesen. Aber nicht hinein in die Fluten, hat er ja gesagt. Lang. Da kann man durchgehen. Moment. Eine Tür. Wo sind wir jetzt?
Hexer, warte! Was machst du hier? Ich folge dir, seit du mich das erste Mal nach Baltimore gefragt hast. Da bist du nicht der Einzige. Um die anderen mach dir keine Gedanken. Das sind meine Lehrlinge. Ich mach dir einen Vorschlag. Bevor du die Kiste ausräumst, lass einen meiner Lehrlinge Baltimores Aufzeichnungen rausnehmen. Der Rest ist dein. Warum gebe ich ihm nicht die... Was steht in diesen Aufzeichnungen, dass du so versessen auf sie bist? Wieso darf ich sie nicht sehen? Baltimore wurde im Alter etwas sonderbar. In der Kiste könnten Dokumente sein, die für viele Amtspersonen in Werken kompromittierend wären. Ich lasse nicht zu, dass jemand sie liest, auch wenn es nur Hirngespinste sind. Deshalb lass uns die Kiste durchsuchen, bevor du selbst reinsiehst. Wir nehmen die Papiere an uns, du bekommst einen Beutel Urins und für immer Rabatt in meinem Runengeschäft. Solche Halbseitengeschäfte mache ich. Nee, ich würde gerne sehen. Ich mache dir auch einen Vorschlag. Verschwinde, dann kannst du deinen Kopf behalten. Ich wusste, dass man im Guten bei dir nicht weiterkommt. Macht ihn fertig, Männer! Ja. Ich höre ganz schön gut zu. Hallo. Ja genau, hopp mal da. Lass mich mal kurz mal gucken, was ich noch so Schönes habe. Falkers Blut, Schaden 10% oder Blutet. Blut hört sich gut an. Aber verstärkt eine Blutung, ne? Dann lieber Falkers Blut. Ach komm. Schnallschwert. Ja. Oh, was trinken wir jetzt nicht? Hier stehen wir noch ganz gut. Aua, oder nicht? Lass mich mal durch. Oh, einer ist weg. Oh, weg. Okay, hauen wir mal ein. Dieser Geselle, oder? Okay. Ist schon die Frage, warum zur Hölle müssen die jetzt angreifen? Ich wollte es doch nur sehen, die Dokumente. Sind wir hier überhaupt? Oh, guck mal. Und Schemas. Und Thorax-Schlüssel. Lass uns doch mal gucken. Was wollten die hier haben? Baltimores Aufzeichnung, Schildkraut, Runen und eine Bibermütze. Können wir eine Mütze aufsetzen? Schade, keine Rüstung. Eine Bibermütze. So, wartet mal. Bücher. Baltimores Aufzeichnung. Thorak, wenn du diese Worte liest, dann hast du mich erwischt. Aber freu dich nicht zu früh, du Sausack. Denn jetzt erwische ich dich. Durch welche Höllen ich auch gehen muss, ich werde zurückkehren und dir den Frieden rauben. Du wirst leiden, du wirst weinen. Es gibt keine Gnade für Mörder. Sieh dich vor, denn ich räche mich eigenhändig oder mit fremder Hand. Okay. Hat er doch Mist gebaut. Na? Hallo? Jetzt. Ach, da wäre noch ein Zeichen der Macht gewesen. Ah, Widerstand. Na, gibt es noch was Schönes hier, außer den ganzen Fackeln? Dann ist das hier seine alte Werkstatt. Ach, hier, der verdächtige Tod. Moment, jetzt mal selber gucken hier. Baltimores Albtraum. Verbrechen. Gucken wir erstmal hier weiter, oder? Das ist ja verworren. Okay, das sind wir hier. Leute, das habe ich hier reingestellt. Ich bin einfach nur aus dem Jüdelei gegen dieses Bild-Ding gegangen, hier vorne, diese Dings. Ich dachte, dass wir da vorne stehen bleiben und dagegen.
Na gut. So kann man sowas auch lösen. Okay, Thorax. Thorax. Ja, der wohnt doch da oben in der Stadt. Ne? Ich würde sagen, dann gehen wir da rein. Der wird den Quatsch bestimmt bei sich in der Wohnung haben. Die sind so dämlich. Wie man hier jetzt auf die von diesem komischen Gedicht dahin kommen soll, weiß ich aber auch nicht. Dann ist das der Wächter, oder? Ein Ertrunkener, der Schatz. Ah, dann ist der Ertrunkene das Schiff. Ah, so langsam macht alles Sinn. Aber erst im Nachhinein. Wahrscheinlich gab es da irgendwo einen Schatten, der genau dahin gezeigt hat, oder? Ich renne jetzt nicht dafür zurück, aber das war bestimmt so. Ah, da muss man dreimal um die Ecke denken. So, jetzt gehen wir erstmal Thorax Wohnung durchwühlen. Gucken, wie reich der gute Herr war. Ist er nicht mal reich. Ah, und Village, wo hat er gewohnt? Ah, mein Lieber, ist erst in die Stadt, sonst sehe ich es nicht. So, jetzt sind wir in der Stadt. Der hatte doch gewohnt. Da oben, ne? Da oben. Glaube ich zumindest. Das finden wir schon wieder. Traust du dieser Frau, meine Liebe? Saskia? Sieh ihn dir an, den General. Nee, doch nicht. Moment. Ja, doch. Nee, Moment. Das war doch hier. Was da? Nee, das war hier irgendwo, ne? Da oben hat er gewohnt. Ach, nix. Oh nein, glaube ich wieder Kinder hinterher. Geht weg! Ihr Höllenbrut. Ich bin so müde. Halt durch, mein Lieber. So, dann müssen wir ja zum Schmied da oben. Was ist da oben irgendwo? Meine Verehrung, wie seltsam die Menschen sind. Wieso? So, da lang. Da lang. Links herum. Hast du noch mal drüber nachgedacht? Ich bin unentschlossen. Das da oben? Was gibt's da zu zaudern? Ja, wenn ist doch kein Aufschrei. Nee. Das waren die beiden Schwimmer. An der Leine, ja, ja. Ich habe versucht, Triss aufzuspüren, aber das Megaskop funktioniert in diesem Nebel nicht. Ich fand nur ein schwaches Signal, irgendwo aus der Nähe, sicher von der anderen Seite. Im Lager von Kedwin? Du wirst nachsehen müssen. Der Nebel ist voller Geister. Ich helfe dir. Ich kontrolliere ständig das Schlachtfeld und lenke dich in die richtige Richtung. Sobald du den Nebel betrittst, finde ich dich. Dann auf Wiedersehen. Wir haben immer noch kein Königsblut. Ich weiß. Hänselt. Wir brauchen sein Blut, nicht seinen Tod. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Ich bin kein Königsmörder. Ha, 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 ha.
Ah ja. Ich sag mal nichts. Wir wollten ja eigentlich auch gar nicht hin. Entschuldigung, ich bin hier einfach so reingeplatzt. Moment, da wollte ich doch gar nicht hin. Wo wollte ich dann eigentlich hin? Nee, da hat er da oben auch nicht gewohnt. Ach, da unten hat er gewohnt. Verflixt. Immer da, wo man zuletzt sucht. Aber ich wusste, dass es irgendwas mit der Treppe in der Ecke war. Ich sag das so jetzt mal nicht. Ah ja, an der Leine. Moment, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn hin? Nein, warte, hinter uns. Da hoch. Genau, hier war die Werkstatt. Und hier oben. Ja, keiner mehr da. Alle tot. So, was haben wir denn hier Schönes? Nix. Doch, da. Olkans... Aha. Olkans Quittung. Die bestellte Ware habe ich erhalten und sende dir vertragsgemäß den ersten Teil der vereinbarten Bezahlung. Allerdings sind die Ausarbeitungen, wie dir klar sein dürfte, recht nachlässig gefertigt. Das Erzeugnis hinterlässt einen klobigen Gesamteindruck. Sollte es mir bei der Verwirklichung meiner Ziele dennoch dienlich sein, erhältst du nach den Verhandlungen umgehend den zweiten Teil der Summe. Hat es doch gemacht, der Olkan. Der Torak. Abgeschlossen. Okay. Was Schönes? War reich? Und noch was? Nee. Ja. Naja, ist ein Tuch hat er. Gut, war ein schlechter Schmied. Genau. So, einmal einen Stufenaufstieg. Mit zwei Talenten. Finde ich gut. Was ist denn eigentlich das hier hinten? Anderes. Oh, guck mal hier. Da gehen wir einmal bis zum Ende durch. Ja, zack, zack. Level 25 erreicht. Vielleicht kriegen wir das Schwertkampf ja sogar noch komplett durch. Oh, wir haben gerade eine Errungenschaft gekriegt. Schwertmeister. Letzten Dings, die wir erreicht haben. So, aber wir haben keine Quest mehr aktiv. Wo ist Triss? Da müssen wir hin. Aber wir Baltimores Albtraum. Wir müssen den Drosten, den Ziesel davon in Kenntnis setzen. Moment, da hat er gewohnt. Hat er doch hier gewohnt. Da oben hat er gewohnt, richtig. So, Geralt, diesmal bitte anklopfen, ja? Ich weiß, was der da drin macht. Da ist er. Ah, er setzt sich bloß von einem Stuhl auf den anderen. Ihr wolltet doch die Harpyen loswerden. Dieses fliegende Aaszeug. Ich habe ihre Nester zerstört. Ihr dürftet fürs Erste Ruhe haben. Das höre ich gern. Du hast dir eine Belohnung verdient. Sehr schön. Und dann haben wir den Brief gefunden. Den Göttern sei Dank. Das sind ja die Aufzeichnungen von Meister Baltimore. Wo hast du die denn her? Er hatte eine Schatzkammer in der Nähe des Trolllagers. Der neue Runenmeister Torak ist übrigens tot, ebenso zwei seiner Gesellen. Was sagst du da? Was ist passiert? Baltimore starb durch die Hand Toraks. In den Notizen findest du Beweise für seine Schuld. Danke, Hexer. Nimm diesen Lohn für deine Mühe. Es ist nicht viel. Es wird nicht teuer kommen, einen neuen Runenmeister einzuberufen und ihm eine Ausrüstung zu stellen. Okay, aber das auch. Gut, das war jetzt etwas kurz, aber egal. So, offene Rechnung, nein, eine Frage auf Leben Königsmörder. Das Symbol des Hasses. Haben wir da schon irgendwie einen Anhaltspunkt? Nein, warte den Lauf der Ereignisse ab. Das auch, Königsmörder auch. Frage auf Leben und Tod. 2 von 4 haben wir schon. Das ist doch super. Da, ich glaube, die ewige Schlacht, das ist, glaube ich, das, wo wir jetzt weitermachen müssten. Nee. Das ist, wo ist Triss? Ja. Gehe auf die andere Seite des Geisternebels. Gehen wir doch erstmal zum Geisternebel.
Müssen wir uns noch ausmisten? Oh, Schwert. Wartet mal, Waffen. 30 bis 40. Ein neues Stahlschwert. Oh. Ja, auf jeden Fall. Rüstung haben wir nicht. Okay, lass uns mal bei dem Händler vorbeigehen. Lass uns noch mal ausmisten. Ach, jetzt bin ich schwer in sein Schlafzimmer gerannt. Himmelherrgott. Da hinten war doch die Tür. So, dann misten wir uns noch aus. Gehen Richtung Geisternebel und dann gucken wir... ja, dann gucken wir in der nächsten Folge dann mal, wie wir da durchkommen. Mensch, was ist das schwer schon da? Da, nein. Oh. An dieser Städteplaner. Da links lang. Da lang geht's. Und da haben wir ja schon den Schmied hier vorne. Was ist das? Es trägt ein grünes. Schau dir meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter. Finger weg, meine Schwerter. Erstmal verkaufen. Nee, warte, erstmal stellen wir hier, sonst. Verkaufen wir ja was, was wir brauchen. Schau dir meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter. So, ich stelle da mal was hier. Was haben wir denn? Wir haben doch hier, genau, ich habe doch gesehen, Schemata. Okay, uns fehlt da sowieso eine Rune der Schwertaufwertung. Rune der Sonne fehlt, okay. Harpienpfahle brauchen wir nicht, Hexersilberschwert, lachhaft. Die Jägerrüstung müssen wir uns mal angucken. Und ein Silberschwert mit 29 bis 33. Achso, warte mal. Ach, Silbererz fehlt schon wieder. Der hat ja kein Silbererz. Ach. Doch, da hat er zwei. Moment. Ich kauf's. Ein Schau dir meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter. Moment, ich muss dir erstmal das Silbererz abkaufen. Das ist hier so rar. Da. Oh, hier hat er sogar vier. Sehr schön. Alles her. Oh, guck mal, wir haben wieder ein bisschen Geld. So, ich wollte jetzt nochmal bei den Schematas gucken. Ne? Schematas. Das ist ein Silberschwert mit 29 bis 33. Oh ja, das wäre besser. Aus gelbem Meteorit. Die Jägerrüstung hat eine Rüstung von plus 10. Wiegen dummerweise auch alle was. Aber egal. Schau dir meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter. Stell mal was für mich her. Das. Das da. Nee, nicht das da. Wo ist denn hin? Da, solides Schwert. Das da war's. Ach, fehlt immer noch zwei Silbererze. Und die Jägerrüstung können wir mal verkaufen. Schau dir meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter. Du sagst auch mal dasselbe. Schema ist. Solides Schwert. Das will ich ja bauen. Die Jägerrüstung ist aber Mumpitz. So. Und das Hexerschwert ist auch Mumpitz. Achso, das Kreisgegenstand. Doch, ist nicht losgeworden. Das behalten wir mal sicherheitshalber. Ich glaube nicht, dass er schon wieder Silbererz hat, oder? Das würde mich zwar freuen, aber nein. Okay, da kommen wir leider gerade nicht weiter. Wir würden im Bergwerk arbeiten, wie in alten Zeiten. Als Bergmann warst du eine ziemliche Fehlbesetzung. Tja. Ich würde sagen, wenn wir es. Oh, warte mal, der vielleicht Silbererz? Nee, aber Rune der Sonne, die hat uns doch gefehlt, ne? Einmal. Wofür hatten die uns eigentlich gefehlt? Das Schwert, ne? Moment. Hin und her. Das gibt Fersengeld. Ein Elf ist ein Elf. Eins. Hast du noch mal drüber nachgedacht? Ich Oder wofür hat Schau dir meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter.
Stell was für mich her. Was ist das hier mit dem Hexer? Nein, nicht das da. Das solide. Ah, nee, da hat das Ding gefehlt. Das gelbe Meteoritenerz hätte das Ding gefehlt, aber das brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen noch zwei Silbererze. Was gibt's da zu zaudern? Okay, jo, da gucken wir uns mal um, ob Elfen. Irgendwer von diesen komischen Händlern hier irgendwo irgendwas von Silbererz hat. Kann ja auch nicht sein. Der hat auf jeden Fall nichts. In der Taverne wohl auch weniger. Die, wir fragen sie mal. Frisur, ich weiß nicht, ich kann mich doch nicht überwinden, eine andere Frisur zu verpassen. Silber jetzt kommen, du wirst doch was haben. Nein, hat sie nicht, verdammt. Was ist der nächste? Ja. Bist du Silber jetzt? Oh, er hat zwei Silber. Das reicht. Ein neues Schwert für den Geralt. Was ist denn los? So. Ja, das geht. So, jetzt hier links lang. Und da oben ist er schon. So, jetzt darfst du mir ein neues Schwert herstellen. Es trägt ein grünes Mäntelchen. Schau dir meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter. Stell was her. Und zwar das solide Schwert. Naja. Besser als nix. So, wir haben ein neues Schwert. Ja, gut. Schaden gegen Harpy haben wir jetzt auch mal. So, gut, der hat nur noch zwei. Die Harpy hätte drei gehabt, aber egal. Diesen Besen mal aufrüsten, alle mit dem Besen verkloppen. Zwergenaufwertung Runen. Oh, guck mal, wir haben einen Haufen Runen. Wo sind die alle her? Rune des Feuers. Rune der Erde. Rune des Mondes. Ja, gut, doch. Und Silberschwert, glaube ich, brauchen wir die. Runen des Feuers dann auch da drauf. Oh, Zeug hier. Gut, Rüstung haben wir noch keine bessere gefunden. Ach, die Rune der Sonne hätten wir auch noch gehabt. Oh, warte, doch, ja. Zack. So. Brauchen wir eh nicht. So. Schau dir meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter. Ich möchte etwas kaufen. Ich möchte etwas verkaufen. Ich hab ja. 26. Ja, verkaufe ihm die mal. Was hat er sie eigentlich hier drin? Da ist sie. Der mit 633. Gegeben hat er das 29. Ah, dieser Halsabschneider. Aber egal, wir müssen gewichtlos werden. Die gebe ich nicht her, die auch nicht. Ach komm, hier komm, gebe ich dir 5 ab. So. Bücher geben wir auch nicht her, die wiegen ja nichts. Erstaunlicherweise. Ah, Eltens Trophäe. Guck mal. Selten. Ob sich Geralt hier auf die Nase setzt, das gucken wir gleich mal. So, die sind auch nicht so wild. Gucken wir hier mal nach Gewicht. Ist eigentlich auch noch alles okay. Hier haben wir bestimmt wieder Eisenerz. Ja, Leder. Verkaufen wir 5 von den Eisenerzen. Schematas geben wir nicht her. Geben wir auch nicht her. Quest können wir nicht hergeben, ansonsten haben wir nichts. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Trophäen. Ob er sich das auf die Nase setzt? Ich bin der weiße Wolf. Was bringt das überhaupt? Warte mal, ist das besser? Was hatten wir jetzt eigentlich? Die bringt 4 Rüstungen. Die bringt 20 Vitalität. Die bringt 3 Rüstungen. Schaden gegen Menschen, Bonus und Zeichenschaden. Also sagen wir mal so, sie ist gar nicht mal ganz so schlecht. Ich pack sie mal kurz wieder aus. Nehme mal die Kairan-Trophäe da wieder rein.
Die hatte, genau, 50 Vitalität und 3 Rüstung. Wir kommen mal auf diese schöne Clownsnase zurück. Aber nicht jetzt. Ja, eigentlich würde ich ja gerne, aber die ist leider... Ich habe geträumt, wir würden im Berg... Also, sie ist gar nicht so schlecht. Vielleicht brauchen wir sie auch noch mal, aber momentan nicht. Okay, wir wollen zum Geisternebel gehen. Der war da hinten, genau. Wir haben jetzt unser Schwert, wir haben uns ausgerüstet. Eine neue Rüstung haben wir leider immer noch nicht. Wir laufen aber, glaube ich, auch nicht mehr mit der... Thyssens Rüstung haben wir jetzt. Nicht mehr Rabes Rüstung. Ja, Geld haben wir ja, ne? Wollen wir ein paar Bücher kaufen? Genau, wir machen das mit der Nase mal zusammen mit der Frisur. Wenn wir da noch zukommen. Bücher wollte ich kaufen. Haben wir. Den Rucksack kaufen wir noch. Das Ponterteil, das hatten wir schon gelesen, aber ich kaufe es trotzdem nochmal. Das ist übrigens abgehakt. Die Geschichte Markans. Die große Dreifaltigkeit. Die Sphärenkonjunktion. Soll ich was markieren? Ja, und den Triagen. Das hatten wir eigentlich auch schon, aber ich kaufe es trotzdem. Komm, gib mir das Geld aus. Alles, wo noch kein Haken dran ist. Magie gemacht. Hatten wir gelesen. Monstrum. Das hatten wir auch schon gelesen. Leckere Nebel hatten wir gelesen. Spezialverdacht hatten wir auch schon gelesen. Krabbspinnen hatten wir gelesen. Ja, die hat noch vorher getötet. Und Trolle und Trollbeiträge. So. Ja. Einer reicht noch. Huch, bei Trolle und Trollbeiträge sind es mehrere. Warte mal. Über. Wo war es denn? Ach, ist so teuer. Okay, also nichts mehr Trolle. Sind wir wieder pleite. Stell dir vor, warum soll das ich habe ein sein? Angebot für eine neue berufliche Laufbahn erhalten. So, das müsste ja unten bei dem Lager von den Dings sein. Da gehen wir mal hin. Dann probieren wir in der nächsten Folge mal unser Glück. Oh, ich nehme das Ding. Was ist gut? So. Quennern. Genau, noch einmal durchs Dorf. Da unten stehen dann die. Das Euratel und dann rechts haben wir, oder? Ja, das ist der Fall in die Richtung. So, gehen wir mal nicht so weit um die Ecke, nicht, dass hier wieder was von automatisch losgeht. Wir speichern einmal und machen dann, wo ist Triss, in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao, ciao.